Hi, ihr Lieben, heute geht es darum, seinen Style up to date zu bringen und zwar mit kleinen Änderungen, mit denen man eine große Wirkung erzielt. Und für die meisten dieser Änderungen muss man nicht mal einen Cent ausgeben. Nummer 1, Farben anders denken. Die meisten von uns kombinieren immer wieder die gleichen Farben. Vielleicht, weil sie sich damit sicher fühlen oder weil es alle gerade so machen. Zum Beispiel schwarz und weiß, schwarz und beige oder der Klassiker, eine bunte Farbe wie blau, grün, pink zu einer Nichtfarbe wie grau, weiß, beige, schwarz. Das ist alles so sicher wie langweilig. Damit lockt man niemanden hinterm Ofen hervor, vor allem sich selbst nicht, wenn man in den Spiegel schaut. Viele von uns haben auch mal eine Farbberatung gemacht oder haben ihren Farbtyp selbst bestimmt, vielleicht auch hier auf dem Kanal. Ich verlinke mal das Video dazu, wie man das zu Hause ohne viele Hilfsmittel machen kann. Ja, kennen Ihren Farbtyp, kennen Ihre besten Farben und tragen fortan nur noch brav diese Farben. Das ist auch ein bisschen langweilig. Mein Tipp, probiert neue Farbkombis aus. Momentan ist ja dieses leuchtende Kobaltblau sehr angesagt. Vor ein paar Monaten war es Bottega Grün. Pink wird in der Mode gerade sehr gehypt und ja, für 2023 sah man auf den Laufstegen sehr viel Rot. Sucht euch einfach die Töne raus, die zu euch sprechen, die euren Namen rufen. Und dann kombiniert es einfach mal ungewöhnlich. Probiert es erstmal mit Teilen aus dem eigenen Schrank aus. Wenn ihr die Farbe, die euch anlacht, noch nicht besitzt, dann probiert es erstmal mit günstigen Accessoires. Holt euch ein bisschen Inspiration auf Instagram oder Pinterest. Dort findet man sehr viele ungewohnte Farbkombis, die einfach neu und frisch wirken. Ja, allein schon durch das Neukombinieren vorhandener Teile im Schrank kann man seine Garderobe komplett transformieren. Man muss sich einfach mal ein bisschen Zeit nehmen, zum Beispiel eine Stunde, wenn man gerade frei hat, und dann einfach mal experimentieren, ausprobieren. Auch wenn man denkt, man weiß genau, was einem steht, ist man doch manchmal überrascht, welche Kombis an einem gut aussehen. Selbst ich als selbsternannter Modeguru habe manchmal so ein Aha-Erlebnis vom Schrank. Wenn ihr dann eine neue Killer-Kombi gefunden habt, dann macht sofort ein Spiegel-Selfie von euch, speichert es ab auf eurem Handy, legt euch einen Ordner an namens Badass Outfits oder so. So, und dann morgens, wenn ihr aufsteht im hektischen Alltag, verträumt, verschlafen, schaut ihr einfach aufs Handy und habt euer neues Outfit direkt parat und könnt es rekonstruieren. Irgendwie komme ich mir heute vor wie im Schattentheater hier. Ist aber auch kein Licht von draußen. Also ich hoffe, das ist nicht so auffällig. Also mich nervt es schon mal. Dann für alle Fortgeschrittenen unter euch, die schon ihren Farbtyp kennen und sich gerne an ihrem Farbtyp orientieren möchten, wenn sie neue Farben ausprobieren, kein Problem. Denn es gibt von jeder Farbe kühle, neutrale und warme Nuancen. Wenn ihr zum Beispiel ein kühler Sommertyp seid, dann werdet ihr in den kühlen Nuancen einer Farbe besonders frisch aussehen, in den neutralen Nuancen noch gut, aber die warmen Nuancen dieser Farbe werden euch eher blass machen. Dann gibt es dunkle und helle Nuancen jeder Farbe. Wenn ihr zum Beispiel ein dunkler Herbsttyp seid wie ich, dann werden die dunklen Nuancen euch deutlich besser stehen, weil dunkel das dominante Merkmal eures Aussehens ist. Und wenn die Kleidung genau das widerspiegelt, dann sieht das einfach stimmig aus. Beispiel, ich habe im letzten Video ein beigefarbenes Strickkleid getragen, das ja einen sehr hellen Beige-Ton hat, mich ein bisschen blass gemacht. Ich liebe zwar das Outfit, auch mit diesem goldenen Gürtel, aber ich sehe doch so ein bisschen müde aus. So, und dann vor einem Jahr habe ich auch ein beigefarbenes Strickkleid getragen. Der Ton ist etwas dunkler, dazu hatte ich auch einen schwarzen Gürtel an, der das Dunkle meines Aussehens auch so ein bisschen widerspiegelt. Und da sehe ich doch deutlich frischer und erholter aus, oder? Und die dritte Dimension der Farben ist die Klarheit. Es gibt leuchtende, klare Töne und es gibt diffuse, softe Töne. Zum Beispiel Pastelle, das sind kräftige Töne, die mit Weiß gemischt werden. Man sagt auch Mischtöne. Ja, und diese soften Mischtöne werden besonders gut an euch aussehen, wenn ihr ein Sommer- oder Herbsttyp seid. Die klaren, leuchtenden Töne, wie zum Beispiel auch dieses Bottega Grün, das Kobaltblau, werden besonders gut an euch aussehen, wenn ihr ein Frühlings- oder Wintertyp seid. Wenn ihr jetzt gerade nur Bahnhof versteht, ihr könnt in mein Farbtyp-Video mal reinschauen, wenn ihr Lust habt, euch ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen oder auch euren eigenen Farbtyp zu bestimmen. Also mein Tipp, sich nicht zu starr an irgendwelche Farbpaletten zu halten. Man kriegt die ja oft mit, wenn man eine Farbberatung gemacht hat, und es ist eigentlich super zur ersten Orientierung, wenn man ja so gar keine Ahnung hat und völlig verwirrt den Ort des Geschehens verlässt, dann ist das eine gute Orientierungshilfe am Anfang. Aber wenn man einmal verstanden hat, dass ein Outfit einfach was Softes und Helles zum Beispiel haben muss, damit man darin gut aussieht, dann braucht man diese Paletten nicht mehr. Dann sieht man das auf den ersten Blick.
Deshalb probiert einfach mal neue Farben, neue Farbkombis aus. Auch Farben, die euch nicht gut stehen, kann man oft durch andere Farben retten, durch die Kombination. Siehe auch mein beigefarbenes Kleid, da habe ich auch einen schwarzen Gürtel zu angezogen. Es sah dann nicht mehr so cool aus, weil dieser erste Gürtel doch noch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, hatte ein bisschen was. Aber ich sah nicht mehr so blass aus. Und wenn ihr euren Farbtyp nicht kennt und auch einfach keinen Bock habt, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen, es reicht auch, wenn man sich einfach die Farbe, ein Kleidungsstück in der Farbe, ans Gesicht hält, bei Tageslicht am besten. Und dann guckt man nicht auf das Kleidungsstück, sondern sich ins Gesicht. Was sieht man? Was soll man schon sehen? Also wirken zum Beispiel Augenringe, Unregelmäßigkeiten wie Pigmentflecken, wirken die ausgeprägter? Wirkt man fertig mit der Welt? Oder macht diese Farbe einen etwas frischer, etwas, lässt sie einen gesünder, wacher aussehen? Dann tut sie was für euch. Auch mit Make-up kann man die Situation retten, wenn man eine Farbe tragen möchte, die einen blass macht. Zum Beispiel ein kräftiger Lippenstift, dann noch ein bisschen Bronzer, Blush dazu und ab geht's auf die Piste. Oder zur Apotheke, Altglascontainer. Hauptsache gut gestylt. Nummer 2 in Outfits denken. Mein Tipp für ein schnelles Update eures Stils ist es ab jetzt noch rigoros in Outfits zu denken. Legt euch für das neue Jahr 2 bis 3 Outfitformeln zurecht, die ihr gerne ausprobieren möchtet. Lasst euch dabei auch wieder bei Instagram, Pinterest, wo auch immer ihr euch am liebsten aufhaltet, inspirieren. Und ja, pickt euch Outfits raus, die ihr selbst noch nie ausprobiert habt, die euch aber ansprechen, die wieder euren Namen rufen. Ich zeige euch mal 3 Outfit-Beispiele, die mich persönlich ansprechen. Vielleicht gefallen sie euch ja auch. Und zwar einmal lässiger Pulli plus Maxi-Rock plus Stiefel. Dann, was noch? Genau, enges Top plus weite Hose plus Sneakers. Oder ein Blazer plus Minirock plus Stiefelette. Das sind alle 3 sehr tragbare Outfits, die ich persönlich jetzt in der Vergangenheit nicht unbedingt getragen habe. Was meine ich denn jetzt mit diesem In-Outfits-Denken? Ja, seht eure Kleidungsstücke nicht mehr als individuelle Teile, sondern seht sie immer als Puzzleteil eines perfekten Outfits. Auch dafür kann man sich wieder ein Stündchen Zeit nehmen und probiert verschiedene Kombinationen seiner Teile aus dem Schrank an. Und dann wird man immer eine Kombi entdecken, die besonders gut aussieht. Und dann sofort wieder ein Spiegel-Selfie machen, abspeichern im Handy, Badass-Outfits. So, und so hat man, wenn man morgens aufsteht, seine Hausaufgaben schon gemacht. Man muss sich nicht das müde Köpfchen zerbrechen und weiß sofort, was wozu am besten aussieht. Diese Methode klappt allerdings nur, wenn man regelmäßig seine Wäsche macht. Bei mir vergammeln die entscheidenden Teile zum perfekten Outfit oft im Wäschekorb und dann fange ich an, unstylische Kompromisse zu machen. Ja, ist zugegebenermaßen ein absolutes Luxusproblem, aber gut, sind nicht alle Modeprobleme Luxusprobleme, die mich wunderbar von meinen echten Problemen ablenken. Ja, also wenn ihr jetzt nicht so die fleißigen Waschwichtel seid oder ihr habt Teile zum Beispiel länger bei der Reinigung, dann rechtfertigt das schon von Teilen, die ihr oft und gerne tragt, direkt 2 oder 3 Exemplare zu kaufen. Ist auch keine Geldverschwendung, denn ihr tragt sie ja tatsächlich und durch das Rotieren nutzen sich die Sachen auch einfach nicht so schnell ab. Nummer 3, gelerntes auch mal ignorieren. Also, Moderegeln eignen sich sehr gut dazu, zu verstehen, warum gewisse Kleidungsstücke nicht so gut an einem aussehen und wie man es besser machen kann, damit es einem einfach besser steht. Aber diese Regeln killen auch gerne mal die eigene Kreativität, beziehungsweise man steht sich so ein bisschen selbst im Weg, wenn man sich zu starr an diese Regeln hält. Wenn man zum Beispiel der Meinung ist, Kleidungsstück XY steht mir gar nicht und werde ich nie wieder in meinem Leben tragen. Das ist übertrieben und auch kontraproduktiv. Ähnlich wie beim Essen. Ich hatte mal die Lebensmittelvergiftung aus der Hölle. Da habe ich bei 35 Grad draußen Sushi gegessen. Da war mein Sohn gerade erst 5 Monate alt. Und in dieser Phase kann sich eine Mutter eigentlich keine Magen-Darm-Geschichten erlauben. Naja, danach habe ich mir geschworen, nie wieder Sushi zu essen. Am Anfang fiel mir das auch sehr leicht, weil ich konnte es einfach nicht sehen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr sowas schon mal hattet. So, aber dann so nach 5, 6 Jahren hatte ich doch wieder Lust dazu und dann hat es mir richtig gut geschmeckt. Ich esse nur kein Sushi mehr, wenn es draußen so heiß ist, denn dann sind die Keime einfach sehr schwer kontrollierbar. Ja, und ähnlich ist es halt in der Mode, wenn man sich zu starr an Moderegeln hält oder man hatte eine Typberatung und es wurde einem gesagt, hallo, diese, weiß ich nicht, tapered Karottenhosen stehen hier nicht, Susanne. Ja, das ist einfach schade, denn wenn man solche Regeln hat und sich gewisse Kleidungsstücke verbietet, dann
lässt man seinen eigenen persönlichen Stil manchmal zu wenig durch. Komisch formuliert. Also der eigene persönliche Stil kann sich nur entwickeln, wenn man frei ist. Ja, so Empfehlungen aus Typberatungen nehmen viele von uns zu wortwörtlich. Wir sehen es zu eindimensional, denn nicht das einzelne Kleidungsstück steht uns oder steht uns nicht. Es ist immer das Gesamtoutfit. Womit kombiniere ich das Kleidungsstück und wie trage ich das Outfit? Wie weit knöpfe ich zum Beispiel eine Bluse oder ein Kleid auf? Krempel ich die Ärmel hoch oder schoppe die Ärmel in diesem Fall? Oder stecke ich ein Oberteil in die Hose oder tacke ich es vorne oder seitlich oder hinten rein oder kremple ich die Hose unten. All diese Kleinigkeiten entscheiden, ob das Outfit gut in einem aussieht oder nicht. Ja, und so kann man durch ein bisschen Ausprobieren und anders tragen der Outfits herausfinden, was einem steht. Man ist einfach freier und im Idealfall kreativer. Mein Tipp, wenn ihr das Gefühl habt, ihr steckt im modischen Hamsterrad fest, nehmt an Klamottentauschpartys in eurer Stadt teil oder organisiert selbst eine mit Freundinnen, die eine ähnliche Konfektionsgröße haben. Ist ein schöner Weiberabend, ähnlich wie die Tupperparty oder Thermomixabend, ohne dass man die Geldbörse mitbringen muss. Ja, man sieht sich halt an Kleidung einfach rasant, auch an Kleidung, die einem perfekt steht, die, ja, die toll passt und so weiter. Es wird einfach langweilig. Manchmal will man einfach eine neue Version von sich sehen und da lohnen sich diese Tauschpartys. Auch wenn man das Gefühl hat, man hat seinen eigenen Stil gefunden. Alle von uns tragen verschiedene Facetten in sich. Auch wenn man denkt, ich bin jetzt der, weiß ich nicht, sportlich androgyne Typ oder ich bin der feminin, romantisch verspielte Typ, was auch immer. Klingt immer so bescheuert. Ja, schön und gut, aber wir tragen alle Facetten in uns, die man mal mehr, mal weniger ausspielen kann. Und indem man seine Klamotten austauscht, entdeckt man einfach diese neuen Seiten an sich. Und die Klamotten sind auch nicht ganz weg. Das ist das Gute im Vergleich zu, wenn man sie verkauft. Also wenn man die Freunde nochmal wieder trifft und sich denkt, ah, das sieht so gut aus, ich hätte das gern zurück. Vielleicht ist sie ja so gnädig und tauscht es zurück. Oder wenn ihr keine Lust auf so eine Tauschparty habt, ihr könnt auch einfach auf den Flohmarkt gehen und für kleines Geld einfach mal neue Sachen ausprobieren. So, und wenn sie euch dann richtig gut gefallen, ihr merkt, ihr tragt die total auf, dann könnt ihr immer noch irgendwann ein neues Teil kaufen und dafür ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Nummer 4, ist es 4? Yes. Mit Modevorurteilen brechen. Ja, es gibt so einige Vorurteile, die uns so im Kopf rumschwirren. Zum Beispiel, Gürtel sind nur was für Frauen mit schlanker Taille und flachem Bauch. Nein. Klar, wenn man viel Bauch hat, dann wird so ein Oschi von Gürtelschnalle mit Logo so mitten auf dem Bauch natürlich nicht gut aussehen. Man muss aber einfach nur wissen, was gut aussieht, denn da gibt es so viele Möglichkeiten. Also, Tipp Nummer 1. Wählt einen Gürtel in derselben oder in einer ähnlichen, selben, sagt man in dem Fall nicht, in der gleichen Farbe oder einem ähnlichen Farbton wie euer Unterteil. Also wenn ihr den Gürtel jetzt zu Rock oder Hose tragt. Klar kann die Gürtelschnalle auch dekorativ sein, ist ja auch ein sehr schönes Accessoire. Ist halt nur gut, wenn man sie über dem Bauch trägt oder unter dem Bauch, wenn man jetzt zum Beispiel eher einen mittleren oder tiefen Bund trägt und nicht direkt auf dem Bauch. Und dann würde ich auch eher zu einem mittelbreiten Gürtel greifen als zu einem sehr schmalen filigran, einfach weil der Mittelbreite dann besser zur eigenen Statur passt. Dann gibt es noch einen Trick, wie die Taille schmaler wirken kann und der funktioniert besonders gut bei etwas auffälligeren Gürtelschnallen. Also man zieht einfach, also man steckt das Oberteil vorne in die Hose rein und zieht es über dem Gürtel etwas raus, sodass man die Seiten des Gürtels nicht sieht. Schon wirkt die Taille schmaler und man selbst wirkt auch insgesamt schlanker. Und bei Gürteln über Mänteln am besten den Gürtel einfach locker binden, nicht zu fest. Und seitlich, dann wandert der Blick eher zur Seite und nicht direkt an den Bauch und es sieht super aus. Grundsätzlich kann man mit Gürteln so viel verändern, ohne gleich Himmel und Hölle in Bewegung setzen zu müssen. Also mein Tipp, nehmt euch mal alles in eurer Garderobe, was oversized oder lang ist, vor und probiert mal einen Gürtel dazu oder verschiedene aus eurer Sammlung. Ich bin sicher, ihr entdeckt die ein oder andere Killer-Kombi. Nummer 5, die Macht der Accessoires. Ja, da komme ich heute her und erzähle euch, lebt gefährlich, traut euch was. Ja, aber nicht jede von uns hat die Zeit, die Muße oder auch das Budget, was Neues auszuprobieren. Und da ist mein Tipp, ändert einfach nur die Accessoires. Kleine Änderungen, große Wirkung. Man muss nicht gleich den ganzen Schrank auf den Kopf stellen, um seiner Garderobe ein Update zu geben. Also experimentiert ein bisschen mit einem coolen Schal, ein bisschen neuem Schmuck oder einem tollen Gürtel. Das kann dann einfach schon sehr viel verändern. So kann man auch Trends ausprobieren, ohne zu tief in die Tasche zu greifen. Zum Beispiel den Trend
der leuchtenden Farben. Reicht ja auch, wenn man erstmal einen Schal kauft und schaut, wie fühle ich mich überhaupt damit mit dieser Farbe. Bin ich das oder mache ich hier einfach nur einen Trend mit, den jetzt plötzlich alle mitmachen? Apropos Accessoires und Trends. Ich prognostiziere, dass 2023 die langen Ketten zurückkehren. Ich hatte ja mal in irgendeinem Video gesagt, dass die altbacken wirken. Ja, in den 2000ern hatte man ja diese Boho-Varianten dieser langen Ketten, also mit Federn, Muscheln, Buddha-Köpfen, irgendwie so ein thematisch wirres Sammelsurium auf der Brust. Ich prognostiziere, dass dieses Jahr eine schlichte Variante davon zurückkommt. Also einfach längere Ketten, aber mit schlichten Anhängern. Also ich würde den Trend mitmachen. Ich liebe Schmuck, der schlicht ist, mit klaren Linien. Ja, würdet ihr die langen Ketten wieder tragen oder habt ihr sie vermisst oder habt ihr sie eh die ganze Zeit getragen, weil euch Trends nicht interessieren? Könnt ihr mir ja mal schreiben. Ich hoffe, das Video hat euch inspiriert, was Neues und Spannendes auszuprobieren, damit ihr 2023 noch mehr Spaß an eurem Stil habt. Hier verlinke ich jetzt noch ein Video zu 4 Fehlern, wenn wir Strick tragen. Wenn ihr Lust auf noch mehr Mode-Videos habt, dann klickt das Glöckchen, dann verpasst ihr nichts und wir sehen uns in 2 Wochen. Bis dann!